Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in dieser Vorlesung fahren wir mit dem zweiten Teil der Repetition von DS1 weiter. In der vierten Vorlesung haben wir uns mit Load Balancing beschäftigt. Hier auf der rechten Seite ein klassisches System. Wir haben eine Service-Instanz, da läuft eine REST-Schnittstelle, Benutzer greifen drauf zu und wenn wir nun viele Benutzer haben und die auf gewisse Instanzen aufteilen möchten, das heißt, wenn wir mehrere Service-Instanzen laufen lassen wollen, dann brauchen wir einen Load Balancer, der diese Anfragen entgegennimmt und dann auf die einzelnen Service-Instanzen verteilt. Wichtig dabei ist, wenn man so einen Load Balancer hat, dass diese Service-Instanzen stateless sind, das heißt, sie sollten kein State speichern, weil es kann sein, dass ein Benutzer auf dieser Service-Instanz landet, dann beim nächsten Mal landet er auf dieser Service-Instanz und wenn wir hier Daten speichern, sind sie hier nicht mehr vorhanden, das heißt, diese Service-Instanzen, die sollten stateless sein. Was man mit einem Load Balancing auch erreichen kann, ist eine bessere Verfügbarkeit. Und zwar sieht man das hier in diesem Bild. Wir haben wiederum den Load Balancer hier. Wir haben unsere Service-Instanzen. Und wenn nun eine ausfällt, dann wird der Load Balancer benachrichtigt oder ihr kann das anhand von dem Return Value beim REST oder auch eben wenn dieser Server gar nicht mehr antwortet, dann weiß der Load Balancer, dieser Service ist nicht mehr vorhanden und kann dann die Anfragen auf die jeweiligen anderen Service Instanzen verteilen. Ein weiteres Thema, was wir uns angeschaut haben, ist Load Balancing mit DNS und zwar haben wir hier uns ein Beispiel angeschaut mit top2peer.net. Ich habe hier den Namen bootstrap.top2peer.net. Da habe ich ihm zwei IP-Adressen zugewiesen und wenn ich jetzt eine Abfrage auf bootstrap.top2peer.net mache, dann kommt mir entweder kommt mir diese IP-Adresse oder es kommt mir diese IP-Adresse und da kann man auch einen gewissen den Load balancen. Das sieht man hier. Hier ist ein Ping auf diesen bootstrap.peer.net. Einmal kommt die 188er IP-Adresse und einmal kommt hier unten die 152er Adresse hier unten. Wir haben uns dann noch weiter angeschaut, wie wir das noch optimieren können mit Split Horizon, dass man je nachdem, woher die Anfragen kommen, dass man da ein anderes Resultat zurückliefern kann. Wir haben uns angeschaut, wie das mit Anycast funktioniert und wir haben uns angeschaut oder eben die Nachteile ebenfalls diskutiert mit diesem DNS Load Balancing, dass zum Teil dieser Time to Live zu lange ist, das heißt, man kann nicht schnell genug reagieren, der Client kann diese Informationen cachen und wenn der Server mal nicht reagiert, dann bekommt das dieser Client, der diese Einträge gecached hat, nicht mit und hat dann den Service nicht zur Verfügung. Dann ein nächstes Thema war Cores Cross Origin Resource Sharing. Das wird euch vermutlich in diesem Challenge Task auch noch begegnen. Und hier geht es darum, dass wenn man vom Frontend von einer anderen IP-Adresse oder einen Dienst von einem anderen Port auf einen Backend-Service zugreifen möchte, dann geht das nur, wenn man das auf den Backend-Service auch erlaubt. Das heißt, man muss sagen, ja, es ist eigentlich der Zugriff von überall her erlaubt, weil sonst blocken das die Browser ab. Eine Lösung, wie man das umgehen kann, ist, indem man ein Reverse-Proxy da vorne schaltet. Und zwar sieht das dann wie folgt aus. Man hat den Load Balancer Reverse Proxy, Nginx ist zum Beispiel, kann zum Beispiel beides.
und da kann man dann mit Nginx kann man dann auf der einen Seite diese Requests balancen auf dem Backend und über die gleiche URL, vielleicht dann über einen anderen Pfad, kann man auf die Frontend-Assets, auf die CSS-Files, auf die HTML-Files oder auf die JavaScript-Files zugreifen. Wenn man das eben nicht macht, wenn man hier diese Variante wählt, indem der Benutzer dann direkt das Frontend holt und dann auf eine andere URL geht oder auf einen Dienst mit einem anderen Port, dann muss man Access Control Allow Origin so konfigurieren, und wenn man entwickelt, dann macht man gerne noch den Stern rein, das heißt alles erlaubt. In der Produktion sollte man das dann eigentlich nicht machen. In der nächsten Vorlesung, in der Vorlesung 5, haben wir uns mit Authentication beschäftigt, und zwar mit Passwörtern, wie das Passwörter aussehen sollen oder eben nicht aussehen sollen. Das erwähne ich immer wieder sehr gerne. Das heißt, was man dann eigentlich nicht verwenden sollte, das ist hier in diesem Artikel schön beschrieben. Man soll nicht die Namen von Haustieren verwenden, keine Geburtsorte, keine Namen von Verwandten oder von Kindern, nicht das Wort Passwort. Also man sollte das Passwort dann so wählen, dass es nicht einfach erratbar ist. Und was man ebenfalls nicht machen sollte, man sollte die Passwörter nicht nochmals verwenden. Das heißt, wenn man auf einer Seite ein Passwort verwendet hat, dann sollte man auf einer anderen Seite ein neues Passwort verwenden. Und dazu empfehle ich, einen Passwortmanager zu verwenden, der diese Passwörter managen kann. Die kann man dann automatisch generieren. Die sollen auch eine genügend große Länge haben. Also meine Passwörter haben eine Länge von 20 Zeichen und das sollte dann doch genügen. Was man natürlich auch nicht machen sollte, ist Passwörter eingeben auf dubiosen Seiten, und wir sind dann auch darauf eingegangen, wie schnell man Passwörter durchprobieren kann. Bei WPA und WPA 2 kann man mit einer anständigen Infrastruktur ungefähr 1000 Kilo Hashes ausrechnen, also mal einfach die Passwörter durchprobieren, und wenn man das mal ausrechnet, wie lange das man braucht, um die Passwörter durchzutesten, dann sind wir bei einer Passwortlänge von 6 bei 9 Sekunden, und da sieht man schon, wie es ansteigt. Bei 12, einer Passwortlänge von 12, sind wir dann schon bei 38 Millionen Jahren. Das heißt, man sollte dann eher Passwörter verwenden, die mehrere Buchstaben haben, und auch dort Kombinationen, die sind natürlich von Vorteil mit Zahlen und Sonderzeichen. Das soweit zu den Passwörtern. Hier nochmals der Hinweis, dass eben diese Services, die sollten stateless sein. Wenn sie nicht stateless sind, dann braucht es hier eine Sticky Session, damit der Load Balancer weiß, dass der User dann zum Beispiel immer auf diese Service Instanz kommt. Das ist auch möglich, sollte man aber, wenn möglichst, verhindern, damit man eben hier problemlos skalieren kann, und auch wenn mal diese Service-Instanz nicht mehr funktioniert, kann man eine neue hochfahren. Bei einem Stateless-Service sind dann eben diese Daten nicht mehr dort. So ein Stateless-Service funktioniert zum Beispiel mit Spring Boot. Dort hat man eine J-Session-ID, dort wird dann die Session gespeichert, das ist dann im Speicher, das ist ein Concurrent Hashmap, das kann man alles nachschauen, das ist eben auf dieser Instanz, und wenn die nicht mehr da ist oder respektive der Benutzer dann auf die nächste Instanz geht, dann sind die Daten nicht mehr vorhanden. Besser ist es, einen sogenannten JOT-Token, einen JSON-Web-Token zu verwenden. Der kann dann entweder hier beim Service-Dienst überprüft werden oder aber auch hier bereits beim Load Balancer, und der Load Balancer kann dann nur diejenigen durchlassen, die einen gültigen JOT-Token haben.
Der JOT-Token, der ist hier auf der Wikipedia-Seite beschrieben, wie er genau aufgebaut wird. Und ebenfalls, wenn ihr mit JOT-Tokens arbeitet, diese Seite jwt.io, die brauche ich auch häufig zum einen JOT-Token erstellen. Hier kann man dann direkt sein Secret eingeben. Hier kann man noch Parameter hinzufügen, wenn man noch etwas braucht. Das ist sehr gut zum Testen und dann kann man diesen JOT-Token nehmen und dann beim nächsten Request kann man den dann beim Header hinzufügen mit Authorization Bearer und dann diesen Token hinzufügen und dann kann man hier auf dem Service diesen Token überprüfen und nur wenn das Passwort übereinstimmt, kann dann dieser Service ausgeführt werden. So funktioniert der Token, das heißt, man hat einen Header, das sieht man eigentlich auch gut auf dieser Seite hier, den Header, dort steht drin, was für ein Algorithmus verwendet wird. Hier verwenden wir eine symmetrische Variante, also mit SHA-256 und man kann hier aber auch mit RSA oder ECDSA arbeiten und dann hat man einen Payload, das kodiert man Base64, dann gibt es sowas. Das fängt mit EY an und zwar, weil man hier immer mit einer geschweiften Klammer und Anführungszeichen anfängt und das gleiche hier bei der Payload. Da wird dann der Schlüssel, also der Schlüssel, den ich jetzt hier eingegeben habe, Hallo Test, der wird dann hier hinzugefügt, dann gehasht, dann gibt es die Signatur. Das sieht dann wie folgt aus, das ist eben der Header, dann kommt die Payload und das ist die Signatur. Und das ist eigentlich der ganze JOT-Token und wenn wir die Signatur überprüfen und die stimmt, dann können wir eigentlich vertrauen, dass diese Daten hier auch korrekt sind. Der Token, da gibt es große Diskussionen, wo man den speichern sollte, als Cookie, als Local Storage, bei den Apps, wenn man eine App entwickelt, ist das wieder ein bisschen anders. Ich tendiere diesen Token dann im Local Storage abzuspeichern. Beispiele gibt es genügend, auf das gehe ich nicht groß ein und dieser JOT-Token, der wird auch im OAuth-Protokoll verwendet, das ist ein Protokoll, wo man auch Third-Party-Dienste, Services damit brauchen kann und dass man zum Beispiel sich bei Google authentifiziert und dann einen dritten Service mit diesem Token ansprechen kann. Das wird über das OAuth-Protokoll geregelt. Dann bei den JOT-Tokens, dort unterscheidet man in der Regel zwischen einem Access-Token und einem Refresh-Token. Der Access-Token, der hat eine relative kurzlebige Zeit, das heißt 10 Minuten, 5 Minuten, wo dieser Token gültig ist. Das heißt, wenn dieser Token dann abgelaufen ist, muss man diesen Token erneuern. Und die Erneuerung macht man dann mit dem Refresh-Token. In der Regel funktioniert das so, dass man mit dem Access-Token zum Dienst selber gehen kann. Und wenn aber der Dienst sagt, hey, das Token ist abgelaufen, dann geht man mit dem Refresh-Token zum EIM, holt sich ein neues Access-Token und kann dann wieder auf den Dienst zugreifen. Das Gute beim Access-Token ist, da können wir bereits Informationen in diesem Token speichern. Diesen Informationen kann man vertrauen. Dort kann eine Rolle drinstehen, dort kann eine User-ID drinstehen und da kann der Server bereits damit arbeiten, ohne dass er dort einen Datenbank-Call machen muss, zum Beispiel, wie lautet der Name dieses Benutzers. Refresh-Token haben entweder eine unendliche Lebenszeit oder zum Beispiel eine lange Lebenszeit, 6 Monate. Und mit diesem Refresh-Token kann man sich, wie gesagt, einen Known Access-Token holen. Wenn man jetzt so ein System hat mit Access-Token, Refresh-Token, dann kann man sich fragen, geht es dann nur mit einem? Also kann man dann zum Beispiel einen langlebigen Access-Token haben?
Das Problem ist, wenn man mit diesem langlebigen Access Token dann zum Service geht, weiß dieser Service natürlich nicht, ist der jetzt überhaupt noch gültig, wurde der Benutzer überhaupt schon gelöscht, wurde dem Benutzer die Rechte entzogen. Und wenn man so eine Kombination zwischen Access Token und Refresh Token hat, dann weiß man, das geht nur, also eine Inkonsistenz kann nur für 10 Minuten existieren, so lange bis dann eben dieser Access Token abläuft. Wenn man nur einen Refresh Token hat, dann braucht es eine enge Kopplung zwischen dem Service und dem IAM, weil da muss eigentlich jedes Mal beim IAM nachgefragt werden, hey, darf er überhaupt zugreifen? Das wäre auch nicht optimal und wegen dem macht man eben diese beiden Access Token und Refresh Token. Wenn man eine Third-Party-Integration macht, da gehe ich auf die Details nicht an, wird man häufig einen PXIFLOW, einen PKC, Proof Key for Code Exchange, durchführen und dort muss man noch einen Challenge mitgeben. Da muss man bei diesem Challenge dann beim zweiten Schritt, dann muss man beweisen, dass man die Lösung zu diesem Challenge hat. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Schritt und das belegt dann, dass man der Ursprung ist dieser Anfrage für eine solche Authorization. Bei der Vorlesung 6, dort sind wir in die Protokolle gegangen. In der sechsten Vorlesung haben wir uns mit Protokollen beschäftigt und zwar sind wir hier in die Serialisierung und Deserialisierung eingestiegen, haben uns angeschaut, wie das funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind. Man kann entweder sein eigenes Protokoll entwickeln, machen auch einige Projekte wie zum Beispiel Kafka, oder aber man kann auch Protokollgeneratoren verwenden, wie zum Beispiel Protocol Buffers von Google, Thrift, Avro, OSN1. Das hat den Vorteil, dass es eine standardisierte Sprache ist. Man kann, wie hier in diesem Beispiel, kann man jetzt das Protokoll definieren, dass da ein String kommt, dann kommt ein Int. Der Nachteil ist, es hat ein bisschen einen höheren Overhead, aber man spart sich dann diesen Custom Encoder und Decoder. Dann haben wir es mit JSON verglichen, also die Ursprungsnachricht, die war 17 Bytes groß. Mit diesen Protokollgeneratoren stieg dann die Nachrichtengröße auf 20 bis 25 Bytes und jetzt beim JSON-Beispiel, dort steigt die Größe auf 187 Bytes, aber wenn man sich dieses JSON ansieht, das ist ein anderes JSON, da sieht man dann genau, um was sich bei so einem Request handelt und man kann eigentlich ohne ein Schema kann man schon erahnen, dass da etwas über die Bitcoin-Preise hin und her geschickt wird. Das scheint schon etwas älter zu sein. Hier kostet ein Bitcoin noch 9000 US-Dollar. Aber da sieht man dann direkt, was das für ein Request ist. Es gibt auch diverse Benchmarks. In diesen Benchmarks wird gezeigt, dass eben JSON doch immer langsamer ist. Es gibt auch, wie gesagt, die anderen Encoder, Decoder, das wird dann verglichen und hier sieht man, dass eben JSON doch langsam ist, weil er es in Text umwandeln muss, wieder zurück umwandeln muss und wenn man es binär behält, dann geht es einiges schneller. Ganz am schnellsten geht es mit Protokollen wie zum Beispiel Cap'n Proto. Cap'n Proto, das ist ein Protokoll, wo man eigentlich die Daten gar nicht mehr serialisiert und deserialisiert. Das heißt, man nimmt sie so, wie sie im Speicher sind, kopiert sie auf die Leitung, bekommt sie und dann speichert man die Daten oder kopiert die Daten wieder in den Speicher. Der Schritt für das Serializing und Deserializing entfällt hier. Das heißt, hier kommt man vom Protobuf plötzlich auf 0, weil eben dieser Schritt jetzt neu entfällt.
Dann haben wir uns das HTTP-Protokoll angeschaut. HTTP wurde von Tim Berners-Lee erfunden, respektive er hat die erste Version entwickelt, und diese Version wurde dann auch, also diese Implementation wurde dann auch als NFT ersteigert für 5,4 Millionen US-Dollar. Darüber habe ich in der NFT-Vorlesung berichtet. Und das hat der 89 geschrieben. Momentan sind wir bei HTTP 3. Das ist Work in Progress, wobei, wenn man sich anschaut, wie verbreitet HTTP 3 jetzt schon ist, dann can I use, dann sind wir da schon relativ weit. Und zwar HTTP 3. Da sind wir schon bei 72%. Das heißt, relativ viele Browser unterstützen das bereits, also Edge, Firefox und Chrome, die unterstützen das, und da wird es bald wahrscheinlich auch eine höhere Zahl geben, weil HTTP 3 ist dann doch noch ein bisschen performanter als HTTP 2. Bei HTTP gibt es Requests und Responses, das heißt, man macht eine Anfrage, bekommt dann etwas zurück, und das, was man anfragt, das ist eine HTTP-Ressource, die wird identifiziert über eine URL, und die URL ist aufgebaut wie folgt, das heißt, man hat ein Schema, da kann es User-Informationen drin haben, dann kommt der Host, hier der Port, dann der Pfad, dann der Query und dann das Fragment. Es ist ein textbasiertes Protokoll, das heißt, man sieht eigentlich, was man da verschickt. Das heißt, wenn ich mir jetzt diesen Request ansehe oder zumindest hier den Header, dann kann ich sehen, was hier übertragen wird. Dann haben wir uns noch DNS angeschaut. DNS mit dem Root, dann den Top-Level-Domains, dann den Second-Level-Domains. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Sonderzeichen zu haben mit den sogenannten Punycodes, also zum Beispiel Bücher und dann eine Top-Level-Domain, das geht auch. Und hier haben wir uns ebenfalls noch mit den einzelnen Erweiterungen beschäftigt. Es ist noch nicht ganz klar, was sich durchsetzen wird, DNS over HTTPS oder DNS over TLS. Beides sind Protokolle, welche die Sicherheit erhöhen, und das sind nicht die einzigen Name-Service-Protokolle. Ich habe bereits in den News berichtet, dass es zum Beispiel das Handshake-Protokoll gibt, das sollte dann DNS ersetzen, oder es gibt das ENS, das Ethereum Name-Service-Protokoll, das dann zusätzlich zu DNS noch funktionieren soll und dezentrale Elemente anbieten soll. Also da gibt es auch sehr viel, was gerade entwickelt wird, und da wird es in nächster Zeit sicher noch die eine oder andere Weiterentwicklung geben. Zur Vorlesung 9. Hier starten wir mit den Kryptowährungen, mit den Blockchains. Wir haben uns mit Bitcoin befasst. Die kleinste Einheit ist ein Satoshi. Es kann nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Jede Transaktion wird zu allen Peers, jeweils also zu allen Full Nodes, gebroadcastet. Das heißt, jeder Peer, jeder Full Node kennt alle Transaktionen. Mittlerweile sind wir bei fast 366, oder wir sind bei 360 Gigabyte, die man sich herunterladen muss, wenn man alle Transaktionen verifizieren möchte. Das Problem ist eben, es steigert hier, es wächst linear, und das ist auch ein Problem mit den anderen Blockchains. Das Bitcoin, der erste Bitcoin, der wurde am 3. Januar 2009 erstellt. Das ist schon eine Weile her, also über 12 Jahre ist das bereits her. So sieht der erste Block aus. Im ersten Block gibt es
einen Hint, um was es sich handeln könnte, respektive was die Botschaft dahinter ist. Chancellor on brink of second bailout for banks. Das war die Bankenkrise 2008, 2009. Also das ist dann die Antwort auf diese politische oder auf diese Bankenkrise. Oder könnte eine Antwort sein. Wer es gemacht hat, wissen wir nicht. Satoshi Nakamoto, es ist ein Pseudonym. Jeder spekuliert, wer Satoshi Nakamoto sein kann. Bitcoin war auch schon ganz früh in den Medien. 20 Minuten hier der gefährliche Cyberdollar. Der Bitcoin-Preis ist zum ersten Mal 2013 explodiert. Und hier sieht man, ist dann wieder runtergefallen. Das ist 2013, also das war dieser Peak hier. 2014 sah es so aus, 2015 ist wieder alles ein bisschen runtergefallen. Und momentan sind wir wieder in einer Phase, wo es dann aufwärts geht. Also wir sind über 40.000 US-Dollar. Und ob es steigen kann oder nicht, das wissen wir nicht. Es kann steigen, es kann sinken. Das ist wie im Casino. Interessant noch, was ist hier passiert? Das gab es vor ein paar Tagen. Hier gab es einen Kurssturz von fast 45.000 runter auf 41. Und zwar gab es die Ankündigung von China, dass sie jetzt keine Kryptowährung mehr erlaubt. Also China hat ja schon gesagt, dass sie kein Mining mehr in ihrem Land haben möchte. Das heißt, sie haben Mining verboten. Und neu, seit ein paar Tagen, dürfen gar keine Blockchain-Transaktionen, keine Ethereum, keine Bitcoin-Transaktionen mehr in China ausgeführt werden. Das ist illegal, das heißt, das wollen sie nicht mehr sehen. Das heißt, die Kryptowährungen sind in China verboten. China ist ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Kryptowährungen. Das hat 2013 angefangen, wo dann die Banken davon abgehalten worden sind, Bitcoin-Transaktionen durchzuführen. Und im Winter 2017 haben sie dann die ICOs verboten und dann ebenfalls die Crypto-Exchanges, welche ein Umtausch angeboten haben. 2019 kam das eben das Verbot, dass man Kryptos auch nicht mehr erstellen darf. Das heißt, wir wissen ja bei den Kryptowährungen, wenn man hier einen Block erstellen möchte, muss man sehr viel Rechenkapazität aufwenden, was mit sehr hohem Stromverbrauch verbunden ist. Und in China ist der Strom sehr günstig und deswegen waren viele Miner in China. Seit 2019 ist das nicht mehr der Fall und seit neuem eben 2021. Das heißt, man darf keine Kryptos mehr verschicken in China und auch die Seiten, die ich hier auch immer gerne zeige, wie zum Beispiel CoinMarketCap, die sind in China auch nicht mehr erreichbar. Das heißt, die werden zensiert. CoinMarketCap. Das ist diese Seite hier. Die ist zum Beispiel auch nicht mehr erreichbar. Da sieht man, welcher Wert oder wo was die Exchange Rate sind von Bitcoin und von Ethereum zum Beispiel, aber auch noch weitere Währungen, und diese Informationen, auf die kann man nicht mehr zugreifen in China. Eine Blockchain funktioniert so, dass ein Block jeweils eine Verknüpfung auf den vorherigen Block hat. Und in diesem Beispiel, wir haben jetzt eine Transaktion, Alice schickt nach Bob ein Bitcoin, das heißt, diese Transaktion wird dann gesammelt in einem Block. Bei Bitcoin wird jetzt alle 10 Minuten wird versucht, so einen Block zu erstellen, oder dass die Zielvorgabe ist, dass alle 10 Minuten ein Block erstellt wird. Und um das zu machen, um seinen Block zu erstellen, muss man ein Krypto-Puzzle lösen. Das Krypto-Puzzle hier ist, man muss eine partielle Hash-Kollision ausrechnen, wenn man das gemacht hat, wenn vorne genügend viele Bits auf 0 gesetzt sind, dann gilt das Rätsel als gelöst und man kann den Block erstellen.
und man bekommt dann ebenfalls eine Belohnung. Diese Belohnung, da sind wir momentan bei 6,25 Bitcoins, die man kriegt, und es wird dann alle 4 Jahre ungefähr wird halbiert. Das heißt, im Jahre 2024 gibt es noch 3,12 Bitcoins. Das heißt, das wird so lange halbiert, bis man eben auf diesen 21 Millionen Bitcoins ist. Man führt eine partielle Hash-Kollision durch. Das kann ich auch ganz kurz nochmals zeigen. Hier habe ich eine Transaktion Alice Bob ein Bitcoin, und was der Miner jetzt macht, ist, er hat hier eine Nonce, die erhöht er jeweils und schaut, wie viele Nullen sind jetzt hier vorne bei dieser Hash, und er probiert jetzt alle möglichen durch. In diesem Beispiel sucht er jetzt 4 Nullen hier vorne. Das kann ich mal suchen, wie lange das es geht. Und jetzt hat er die jetzt hat er 50.000 Mal, oder fast 50.000 Mal hat er ein Hash ausgerechnet, bis er einen Hash gefunden hat mit dieser Nonce, wo dann der Hashwert vorne 4 Nullen hat. Und wenn die Difficulty eben vorschreibt, dass eben 4 Nullen genügen, dann gilt dieses Rätsel als größer, und dann kann man einen Block in die Blockchain hinzufügen. Auf dieser Seite habt ihr noch weitere Beispiele. Das heißt, so funktioniert eine Blockchain. Das heißt, sobald man hier etwas ändert im vorderen Block, stimmt die ganzen nachfolgenden Blöcke, die stimmen auch nicht mehr, weil auch der Hash nicht mehr stimmt, respektive hier sind die Rätsel nicht mehr gültig. Das heißt, da müsste man jetzt nochmals neu minen. Wenn der dann grün ist, müsste man diesen dann ebenfalls noch minen. Das heißt, man müsste, wenn man jetzt eine Transaktion mitten in der Blockchain abändern möchte, müsste man alle Blöcke nachrechnen, und das ist eben praktisch unmöglich, weil man all diese Mining Power nochmals haben müsste, und man sagt dann, wenn der Block genügend tief oder wenn eine Transaktion genügend tief in einem Block ist, dann gilt sie als sicher, dass sie dort drin ist, und dann gilt diese Transaktion als bestätigt. Auch hier musste ich jetzt 500.000 Mal diese Hash, diese SHA-256 Berechnung machen, bis ich endlich einen Nonce gefunden habe, wo ich vorne hier 4 Nullen habe. Eine kryptografische Hash-Funktion, auf die gehe ich nicht mehr ein, das sollte jetzt eigentlich klar sein, was es ist. Beim Mining, das heißt beim Lösen dieser Krypto-Puzzles, die Miner, die sind bereits hochgradig spezialisiert, und angefangen hat es aber mit Grafikkarten. Das sah dann ungefähr so aus. Hey guys, just wanted to make a video to show my mining setup that I've got going currently. Das Mining Setup hat hier 4 Grafikkarten. Mit diesen Grafikkarten kann man ungefähr 1000 Megahashes pro Sekunde ausrechnen. Das heißt 1000 Millionen Hashes in der Sekunde durchprobieren, um dieses Rätsel zu lösen. Genau, man meint in der Regel in Pools, wenn man so ein kleiner Fisch ist. Wenn man jedoch eine größere Mining-Farm hat, dann kann man auch Solo-Mining betreiben. Die Gefahr ist dann einfach, wenn man zu klein ist, dass man nie ein Rätsel lösen kann und somit nie die Belohnung von diesen 6,25 Bitcoins erhält. Mittlerweile sind die Mining-Farmen hochgradig spezialisiert. Das ist jetzt eine Mining-Farm in Island. Das sieht schon recht beeindruckend aus. Why has a chilly island in the North Atlantic become a crucial frontier in the occult high-stakes world of cryptocurrency mining? An unremarkable looking cluster of sheds on the western cluster of the Nordic nation might... Each of the many thousands of identical units boasted its own fan, and the ceiling of the sheds was supported by 6 giant ceiling turbines that were... Die machen nichts anderes als eben diese Hashes ausrechnen,
und versuchen, diese Krypto-Puzzles zu lösen. Bezüglich Stromverbrauch, das braucht natürlich eine Menge Strom. Die Schweiz im Vergleich dazu, als Nation verbraucht die Schweiz ungefähr 60 Terawattstunden pro Jahr. Wenn man sich Bitcoin anschaut, dann sind wir bei ungefähr 160 Terawattstunden. Also Bitcoin, also die ganzen Mining-Farmen brauchen mehr als doppelt so viel Strom wie die ganze Schweiz. Das heißt, das ist eigentlich enorm viel. Man kann sich das auch visualisiert anschauen, das ist auch noch eindrücklich. 2014 Bitcoin noch relativ tief unten hier. Und dann zieht es langsam an. 2016, dann kommt langsam der Boom, 2017, 2018 und der Stromverbrauch steigt an, weil es auch immer mehr Miner gab, weil es dann profitabel ist, der Kurs ist gestiegen und das war dann der Crash und es hat sich dann wieder erholt und Ende 2019 war Bitcoin dann ungefähr bei 73 Terawattstunden, das ist auch immer noch mehr als die Schweiz. Bei Ethereum, das ist die Blockchain Nummer 2. Wenn man jetzt CoinMarketCap anschaut, dann sieht man hier bezüglich Marktvolumen ist es noch ein bisschen weit weg von Bitcoin, aber ist es auch in dieser Größenordnung, also die Market Capitalization von Bitcoin, da sind wir bei über 800 Milliarden US-Dollar und hier sind wir bei 350 Milliarden US-Dollar und Ethereum als zweitgrößte Währung braucht ebenfalls Proof of Work. Das heißt, dort wird auch ein Krypto-Puzzle gelöst, ein bisschen ein anderes als bei Bitcoin und dort braucht man ebenfalls mehr Strom als die Schweiz braucht, 75 Terawattstunden ungefähr. Ethereum ist noch ein bisschen jünger, es ist auch ein neues Design und anders wie Satoshi Nakamoto kennt man die Gründer, die Initiatoren, einer davon Vitaly Buterin hier, die Stiftung ist in Zug beheimatet und ähnlich wie bei Bitcoin gibt es auch eine Belohnung, hier gibt es 2 Ethers, das hat mal bei 5 gestartet, dann gab es 3, jetzt gibt es 2, vielleicht gibt es in Zukunft dann noch weniger, aber das wird dann immer entschieden, also das ist nicht fix im Protokoll vorgegeben, da muss es dann einen Konsens geben. Ganz wichtig bei Ethereum, dort gibt es eine Möglichkeit, Smart Contracts laufen zu lassen, das sind kleine Programme, die werden wir uns auch in der Vorlesung dann genauer anschauen. Das können zum Beispiel diese Tokens sein, ERC20 Tokens, das können NFT Tokens sein und damit werden wir uns dann genauer befassen. Bezüglich der Smart Contract Programming Language, das wird in Solidity gemacht, dazu später auch noch mehr. Hier ein ganz einfaches Programm, es ist ähnlich wie JavaScript und der Code ist eigentlich relativ gut lesbar. Dann Ethereum, das überspringen wir, vielleicht noch interessant, der Block wird alle 14 Sekunden erzeugt, hier eine Wellenlinie, weil es kann sein, dass es dann auch mehr sind, dazu später auch noch mehr. CryptoPuzzle, wie gesagt, ist, es beinhaltet auch, dass man eine gewisse Speicherkapazität und eine Speicherbandbreite braucht und das macht es eben schwierig. Dedizierte Hardware dafür zu bauen. Das wurde gemacht, um die Zentralisierung der Miner zu verhindern, was meiner Meinung nach gescheitert ist. Das heißt, in diesen Videos, in diesen Mining-Farmen sieht man auch Mining-Farmen, die Ethereum minen und wie gesagt, Ethereum verbraucht, also all die Miner verbrauchen ungefähr 75 Terawattstunden. Mit Ethereum 2.0 sollte das eigentlich besser werden. Dort will man wechseln von Proof of Work. Das ist das, was es jetzt gibt. Das heißt, man muss beweisen, dass man etwas
gemacht hat, dass man das geleistet hat, dass man Energie aufgewendet hat zu Proof of Stake, wo man dann auch etwas beweisen muss, dass man im Besitz von Coins ist. Da sind sie dann immer noch am Forschen. Der Umstieg sollte dieses oder nächstes Jahr stattfinden. Und das ist eben, wie gesagt, immer noch Work in Progress. Aber das ist meiner Ansicht nach die Zukunft, Proof of Stake. Also nicht mehr diese gigantische Energieverschwendung, wie wir sie jetzt mit dem Proof of Work bei Bitcoin und bei Ethereum kennen. Es gibt bereits Blockchains, die haben Proof of Stake, wie zum Beispiel Tezos, und wenn man dort den Stromverbrauch sich ansieht mit 60 Megawattstunden, dann sieht es dann in dieser Grafik dann ganz anders aus. Eben hier sind wir dann wieder in einem grünen Bereich, wo man dann nicht mehr so gigantisch viel Energie verbraucht wie ganze Nationen. Cardano hat kürzlich auch ein Update erhalten. Cardano hat ebenfalls Proof of Stake und sie haben endlich Smart Contracts gelauncht. Das war ebenfalls im September. Binance Coin ist auch energiefreundlich, aber dort ist der Nachteil, dass die Dezentralität in Frage gestellt wird, weil es wird von gewissen Unternehmen kontrolliert und das passt dann einigen nicht. Und meiner Ansicht nach, Ethereum hat die besten Entwicklertools. Das heißt, wenn man für Ethereum etwas entwickelt, da gibt es sehr viele Hilfestellungen, da gibt es sehr viele Tools. Und in den früheren Challenge Tasks, ich habe jeweils den Studenten überlassen, mit welcher Blockchain sie arbeiten möchten, und die meisten haben sich für Ethereum entschieden. Bei Bitcoin, da gibt es ebenfalls ein Upgrade, wo sie die Signaturen ändern möchten. Also sie wollen dann Signaturen aggregieren. Das wird das Protokoll ein bisschen effizienter gestalten, aber halt immer noch mit Proof of Work, das heißt immer noch mit dieser gigantischen Energieverschwendung. Und meiner Ansicht nach die Zukunft, das sollte in Richtung Proof of Stake oder andere Mechanismen geben, die eben nicht so energieverschwenderisch sind. In der 10. Vorlesung haben wir uns nochmals einen Überblick verschafft über die Stakeholders. Das ist jetzt bei Bitcoin, aber andere Chains, andere Blockchains funktionieren ähnlich. Das heißt, man hat den Ledger, die Blockchain. Man hat die Miners, die können diese Crypto-Puzzles oder diese Blöcke erstellen, indem sie diese Crypto-Puzzles lösen. Dadurch bekommen sie dann eine Belohnung und sie bekommen ebenfalls die Fees von diesen Transaktionen. Das können sie wiederum bei der Exchange wechseln. Das heißt, hier können sie Bitcoins gegen US-Dollar oder Schweizer Franken wechseln. User können da wiederum ihre Bitcoins kaufen, um damit dann diesen Bitcoins an andere Benutzer zu schicken, und da interagieren diese Benutzer dann wieder mit dieser Blockchain. Das ist so eine Grafik, wie alles zusammenhängt. Dann für diejenigen, die es interessiert, Bitcoin, wie es im Detail aussieht, eine sehr gute Seite, die das Protokoll analysiert. Hier geht es runter bis auf die Bits und Bytes, wie so ein Block aussieht, was es drin hat. Ganz interessant zum Lesen für diejenigen, die es interessiert, wie es im Detail aussieht. Hier noch eine Grafik, wie die Schlüssel erstellt werden, und ebenfalls noch, wie das mit diesen Unspent Transaction Outputs funktioniert. Also eine Transaktion hat immer Inputs und Outputs, und eine Transaktion referenziert die Outputs hier, die noch nicht verwendet worden sind. Sobald ein Output verwendet worden ist, kann er nicht mehr verwendet werden, und man verbraucht dann immer den ganzen Betrag in diesem Output. Das heißt, hier in dieser Transaktion muss man dann 0,008 Bitcoins ausgeben, und wenn man dann weniger schickt, dann geht der Rest dann diese Differenz an den Miner als Transaction Fee. Als nächstes haben wir uns die 51% Attacke angeschaut. Dort geht es darum, dass jetzt, wenn sich Miner zusammenschließen, mehr als 51%
der Rechenkapazität haben, dann können Sie Transaktionen wieder aus der Blockchain rausnehmen und dann ist das System eigentlich nicht mehr stabil und dann kann man auch Double Spend Angriffe machen. Das erkläre ich jetzt gleich, wie das funktioniert. Und zwar haben wir hier in diesem Beispiel X, das ist eine Exchange, und zwar haben wir eine Transaktion, dass F nach X 15 Coins schickt und F will dann diese 15 Coins wechseln in US-Dollar. Das heißt, diese Transaktion wird getätigt. Dann, was der Angreifer macht, ist, er erstellt einen weiteren Block, löst das Rätsel, veröffentlicht es aber nicht, und hier sieht man, es geht nicht mehr an X, sondern zum Beispiel an Y, oder die könnte man auch direkt weglassen. Das wird aber noch nicht veröffentlicht. Dann wird ein zweiter Block erstellt und wenn jetzt diese Exchange X hier sieht, es gibt einen weiteren Block, ich zahle diese 15 aus. Das heißt, ich bekomme, also F bekommt dann seine Bitcoin, seine Schweizer Franken oder seinen US-Dollar. Dann wird es überwiesen. F bekommt dann das, und wenn jetzt aber der Angreifer hier mehr Blöcke oder eine längere Kette hat, die er dann plötzlich veröffentlicht, dann wird diese Kette hier, die kürzeste, nicht mehr gültig, die wird ungültig, das heißt, die wird dann verworfen und diese Transaktion F nach X von 15, die hat eigentlich gar nie stattgefunden, obwohl eigentlich X die Exchange die Auszahlung in Schweizer Franken schon gemacht hat. Das heißt, die Exchange hat dann diese 15 Franken verloren und diese 15 Tokens, die sind dann immer noch beim Angreifer. Diese 51% Angriffe, die gibt es immer wieder. Das letzte oder der letzte größere Angriff, der war im vergangenen Monat, im August. Da hat Bitcoin Satoshi Vision einen 51% Angriff registriert. Und bei den kleineren Chains passiert das immer wieder. Oder passiert das ab und zu mal.